Vollgas! Endstation, raus hier! Wir müssen durch die Basis. Das hört sich total verrückt an. Hast du eine bessere Idee? Noch nicht. Dann gib mir Bescheid. Oh mein Gott, Leute, ich kann es immer noch nicht alles ganz verarbeiten. Insofern fangen wir erstmal an mit dem Standard. Hallo und herzlichst willkommen zurück bei meinem wunderbaren, phänomenalen Let's Zock von Global Ops. Kommando Libya. Mit meiner Wenigkeit Master Coco aka Coco Loco aka Coco Zockt und natürlich unserem geschätzten, werten Kollegen Paul. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Aber erstmal denke ich ein Disclaimer. Dieses Video wird vermutlich, höchstwahrscheinlich, sehr enorme, lange Überlänge haben. Ewig brauchen zum Uploaden, obwohl es nur ein Half-Size aufgenommen ist und damit dem schrottigen Look der typischen Reihe ähnlich bleibt. Und solche Ankündigungen wie die zu der Länge des Videos sind ja eigentlich hinfällig in dem Moment, in dem man es auf YouTube macht, weil dann die Zuschauer eh sehen, Alter, es geht ja, was weiß ich, 19 Minuten, 2 Stunden, what the fuck hat er gemacht und das dann eh schon wissen, aber es soll nur auch sagen in dem Fall, dass ich nicht jetzt aufnehme spontan und dann das extrem lang wird zufällig, sondern ich gehe schon davon aus, dass dieses Video sehr lang wird und dem bin ich mir schon vollstens bewusst. Einfach weil die Mission, einer der Gründe dafür, vom Walkthrough her, den ich mir angesehen habe, um die Länge zu checken grob, womit eine der längsten Missionen überhaupt ist, und es unfassbar ist, wie viele Pasta sind und dieses ganze Rumgefahren, da, diese Scheiße, die habt ihr ja schon gesehen, größtenteils. Aber da kommt wohl anscheinend noch mehr von, so viel kann ich spoilern. Ach ja, und dann natürlich die Tatsache, dass ich oft sterbe. So, wo soll ich anfangen bei meiner kleinen Erzählung jetzt? Meine Güte, ne. Fast 4 Monate ist es her, dass ich... Noch nicht. Dann gib mir Bescheid. Oh, Paul, das ist so liebenswürdig. Dass ich Let's Talk Global Ops Kommando Libya Hashtag 7, Folge 7, hochgeladen habe. Seinerzeit ganz unschuldig, einfach nur versucht habe, die 7. Mission in diesem Spiel in einer Episode oder vielleicht auch in mehreren Episoden durchzuspielen. Und was dann alles passiert ist, das habe ich ja in meinem Lava-Videos erwähnt, war einfach nur riesiger Abfuck und der Grund, warum es so ewig gedauert hat, bis jetzt endlich es hier weitergeht. Relativ genau da, wo auch ich letztes Mal aufgehört habe sogar, was mich gerade mit Stolz erfüllt, meine Meisterleistung hier. Ja, also, ewig hierher, 4 Monate, aber der verlorene Sohn ist zurückgekehrt, der verlorene Star am YouTube-Himmel ist wieder da und opfert sich auf für euch, um sein Projekt natürlich zu beenden, denn man muss seinen Prinzipien stehen und genau, wow, genau das tue ich auch hier in dieser Reihe. Also ja, Global Ops Kommando Libya wird mich nicht brechen. Und dann, wenn dann ich das Spiel aus Wut vielleicht, das hätte ich eine CD-Version, hab ich aber nicht. Also, ne, rein mit der Force gesprochen. Ich werde es durchzocken. So. Was passiert ist seinerzeit, ist folgendermaßen. Nachdem ich mit Mühe und Not, ja eh schon angepisst von diesem ganzen Zeug hier, in Glaub... In Glaub 4 Videos... oder mehr, die 6. Mission durchgezockt habe, habe ich dann in dem Video ja dann probiert, die 7. Mission durchzuspielen. Und die fängt an mit diesem ewig langen Ballerpart, wo man in dem Auto ist mit der sehr tollen, intuitiven, schnellen Kameraführung, die für Verwirrung sorgt, dadurch, dass man kaum zielen kann und auch kein richtiges Crosshair hat, das alles richtig.
Renn, renn, renn. Alter, kannst du aufhören? Alter, kann der aufhören, mir und sich selber auch wegzusprengen mit Granaten? So, mir Granaten vor die Füße zu werfen, wollte ich sagen. Heilige Scheiße. Und da bin ich dann ja schon fast dran verzweifelt, oder bin in die dran verzweifelt. Das hat mich schon richtig abgefuckt. Aber irgendwann habe ich das dann da hinbekommen. Hab den... Die war doch weit genug weg! Es geht schon wieder los. Habe dann ja den Part danach, wo man ein bisschen rumlaufen ballert, gespielt und sogar geschafft, weil das kann ich ja deutlich besser. Direkt auf dem Bildschirm gerade, wuhu, und der macht einen geilen Jump-Style-Dance. Vorsicht, Granate! Gerade war ich weiter weg. Wichse. Paul, erledige den. Paul, erledige den. Wieso leckt das so krass? Das hat sonst nicht so krass geleckt. Leckt ja fast so krass wie eine Mutter. Okay. So, danach kommt dann ja noch ein zweiter Part, wo man auf der Brücke ist. Und da bin ich auch fast verzweifelt. Auch das habe ich geschafft. Dann kommt der Mörser-Part. Auch den habe ich erfolgreich gefilmt. Dann kommt der Part, wo man nochmal... Was? Hier ist hier wer? Wo man nochmal am Ballern ist. Und da aber dieses Mal dann, im Gegensatz zum letzten Mal, nur begrenzte Munition habe mit der Waffe, mit der man... Paul, geht da weg oder ich werde dir ein zweites Arschloch schießen. Deinem Kopf. Nein, nein. Alter, die Granaten. Zumal ich nicht mehr weiß, wie man selber welche wirft. Egal, ich schweife schon wieder ab. Ihr merkt, meine Erzählungen sind immer sehr fragmentarisch und scheiße, wenn ich gleichzeitig die Spielballer, weil mich das einfach so extrem huckt. Extrem belastet. Seelisch, physisch und psychisch. War hier was? War hier eine Sniper drin? Nee. Aber es ist vermutlich das gleiche Modell von dem Haus, in dem man eine Sniper war, und dann ist das jetzt so Erinnerungen-Stuff hier. Das ist ein Gegner? Okay. So. Und da hatte ich dann ja verkackt, weil ich zu viel geballert habe oder weil das Spiel mir zu viel in die Munde gegeben hat. Ich weiß nicht, ich ändere es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall komme ich dann nicht weiter, weil der Checkpoint zu einem Zeitpunkt war, wo ich schon nur noch wenig Muni mit meinem Maschinengewehr hatte. Und darum war es unmöglich weiterzuspielen. Und darum musste ich die ganze Mission nochmal von vorne spielen mit dieser ganzen Scheiße, die ich bereits aufgenommen hatte. Wo ich überhaupt keinen Bock drauf hatte. Und das habe ich dann öfter versucht, bin dann immer am Anfang gestorben, habe gesagt, fuck it. Und ich musste sie auch auf schwer weiterspielen und nicht auf leicht und normal. Weil man, ja, wenn man auf leichte Mission macht, nicht auf schwer die nächste Mission dann weitermachen kann. Was einfach richtig abfuckt. Weil man nur Missionen, die man bereits komplett beendet hat, manuell anwählen im Menü. Das ist für die 8. Mission nach dieser hier nicht gegeben. Und für die 7. war es auch noch nicht gegeben. More to the point. Insofern habe ich das also ewig schleifen lassen, weil ich überhaupt keinen Bock auf diese Wichsen mit dem Ballern auf schwer hatte, weil mich das so fertig gemacht hat und das so nervige, behinderte Kacke ist. Man muss es selber gespielt haben, um es richtig zu glauben, auch wenn das Video schon einen relativ guten Eindruck bringt. So. Dann habe ich irgendwann mir gesagt, okay, ich hocke mich jetzt hin, es ist ein Sommertag, ich vergeude... Es ist Sommertag, es war im Januar. Kein Sommertag. Aber kommt an mir immer so vor, weil das Spiel, diese glühende Hitze so gut darstellt. So, gut rausgeredet. Es ist ein Wintertag. Egal, auf jeden Fall Freizeit, more to the point. Ich könnte irgendwas Sinnvolles machen. Und ich könnte irgendwas spielen, was mir Spaß macht, meinetwegen, wenn schon nichts Sinnvolles ist. Aber ich zocke Global Ops Kommando Lybia weiter. Und habe mich richtig ganz stoisch dahingesetzt. Auch nüchtern natürlich, weil ich es sonst eh nie hinbekommen hätte. Noch mehr ragen würde. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache das jetzt. Weil ich überhaupt keinen Bock drauf habe, habe ich natürlich Musik angemacht. Aber trotzdem schon, ja, so ein Windows Media Player an, Fraps an in dem Programm hier. Auch die Fraps-Zahl wurde immer auf dem Programm hier gezeigt, damit man nicht Windows Media Player ist aus Versehen. Und dann habe ich das gezockt. Und ratet, was dann passiert ist. Ich habe es relativ schnell geschafft. Dazu komme ich nämlich gleich, wie random as fuck dieses behinderte Drecksgame ist. Und dann habe ich den Part geschafft, dann habe ich auch die weiteren Parts geschafft. Und dann war ich ungefähr da, wo ich, jetzt auch wieder angefangen habe, bei dieser Sequenz, wo man hier rein fährt und dann wieder zu Fuß los ist. Und ich war überglücklich. Und all das hier habe ich schon gezockt. All das hier habe ich schon geschafft. Und all das hier habe ich schon aufgenommen und kommentiert. Ja? Und dann dachte ich mir, geil, jetzt kann ich es schaffen. Jetzt kann ich die 7. Mission aufnehmen. Und dann fehlen nur noch Mission 8 und Mission 9. Und dann bin ich komplett durch. Oh, wie glücklich war ich. Und wie naiv und dumm war ich, sowas zu erwarten. Weil auch dieses Mal wieder gehe ich davon aus, dass mein ganzes Gerede, meine ganzen Gedanken einfach im Nichts vergehen. Und die niemand je hören oder sehen wird, weil Fraps abfuckt.
Letztes Mal hat es nämlich scheinbar entweder random, weil ich hatte erst neulich eine Aufnahme, wo keine der Begleitumstände, die da dabei waren, dabei waren. Ich aber trotzdem das Problem hatte, weil Frames einfach random abfuckt. Aber ich glaube, es lag an der Verwirrung durch den Windows Media Player. Weil ich hatte halt, wie gesagt, im Hintergrund Musik laufen. Einfach geile, motivierende Elektro, glaube ich, Mucke war das in dem Moment, die ich gehört habe. Und die habe ich dann auf Pause gemacht, im Windows Media Player wahlweise pausiert oder ausgemacht, mit einem Shortkey oder auch so manuell, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, und dann war halt dann wieder das Global Op Fenster groß gemacht. Oder, meinetwegen habe ich auch ein bisschen Musik spielen lassen und dann ausgemacht im Video nach ein paar Sekunden. Weiß ich nicht, vermutlich letzteres. Das hat auf jeden Fall Fraps so abgefuckt, dass die ganze Aufnahme für den Eimer war, nicht abgespielt werden konnte. Hochladen ging auch nicht wirklich und hätte ich nicht ausprobieren wollen, weil das ja ewig dauert bei mir, bis sowas hochgeladen ist mit der Bambusleitung. Und darum war die ganze 7. Mission dann aufgenommen und fertig und auch die Überleitung zur 8. Mission gar. Und es war komplett umsonst und scheiße. Und davon habe ich wieder das Recht gesagt. Fuck it, ich werde noch länger warten und bis ich irgendwann wieder Bock habe, Global Ops Kommando Libya zu zocken, wird dann halt kein neuer Content kommen. Sorry Leute, ihr könnt nichts dafür, aber was soll ich denn tun? So, und jetzt habe ich 1100 Schuss hier mit, wunderschön. So, dann irgendwann ist es dann soweit gekommen, dass ich eventuell in der Zwischenzeit wieder die Motivation gefunden hätte, das zu machen. Aber ich hatte einfach verdammt viel zu tun in letzter Zeit und habe mir eine Auszeit genommen, komplett vom Zocken, komplett von YouTube, also auch als Konsument, weil nicht als Produzent, weil ich extrem viel auf YouTube gucke einfach und Channel abonniert habe und so viel Spaß an gewissem Zeug habe und so weiter. Aber das habe ich alles nicht gemacht und auch nichts mehr gelesen tatsächlich, nur noch Musik gehört und mich auf meine Sachen konzentriert, die ich machen musste, Uni-Stuff und Bewerbungs-Stuff und halt allgemein mal ein bisschen Distanz nehmen und so weiter, tat ganz gut. So, das erzähle ich jetzt zum x-ten Mal, paraphrasiere ich zum x-ten Mal, sorry dafür. Wer mehr Infos dazu möchte und so weiter, was ich gemacht habe, alles und gekauft habe und so weiter, auch in dem Fall, der kann jetzt andere Video gucken. Aber allgemein sind die Zuschauer dieser Serie nicht daran interessiert und sollen sie auch nicht. Also, was heißt sollen sie nicht? Ich meine, ist einfach unlogisch. Also, habe ja dieses 50-Minuten-Video namens Coco labert lange. Treffender Titel gemacht und da gibt es Infos dazu. Und dieser Reihe möchte ich Freiheiten vom privaten Kram und solchen Infos, weil ich eigentlich nicht dauerhaft die vierte Wand durchbrechen möchte, beziehungsweise es gibt ja keine vierte Wand, weil ich eh kommentiere und das auch offensichtlich ist, aber ich möchte halt nicht Sachen aus meinem privaten Leben und so außerhalb des Games jetzt viel einbringen, weil das nicht Sinn der Reihe ist. Weil in dieser Reihe geht es halt wirklich um Fuck! Darum geht es genau, um Fuck! Geht es um das Game und um den Trash-Appeal des Games und den Haltungsfaktor dadurch. Und private bezogene Geschichte und so weiter, wie gerade, möchte ich eigentlich nur erzählen, wenn sie durch das Spiel irgendwie ausgelöst werden und in irgendeinem Zusammenhang stehen. Insofern also so viel dazu. Das erklärt auf jeden Fall, warum ich Ewigkeiten dieses verfickte Scheiß-Game nicht gezockt habe. Und das hatte einen ganz lustigen Nebeneffekt, den ich dann jetzt gerade, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt ist das Zeug durch, jetzt habe ich Zeit, jetzt bin ich massiv wieder am Zocken und die Games, die ich aktuell im Spielen war, am Beenden und so weiter, bemerkt habe. Und zwar, ich habe einfach schon wieder so viel vergessen / verdrängt. Global Ops hatte ich noch im Hinterkopf, als das Game mit Paul, das so eine grausame Steuerung hat, als das Game in diesem Setting hier und mit diesem Soundtrack und alles. Und natürlich hat man noch viele Eindrücke und Erinnerungen, weil es ist ja nicht so ewig her und ich bin auch nicht völlig verblödet. Und es ist ja auch nicht so traumatisch, dass ich alles vergesse, weil dann würde ich mir das nicht antun, wenn ich ernsthaft verstört werden würde. Ist ja alles lustig. It's all funny till someone loses an eyeball. And then it's friggin' hilarious. Ich weiß nicht, woher das Zitat kam, aber das habe ich jetzt gewusst. Und habe ich vergessen, wie großartig er sich jedes Mal hinhockt, wenn er etwas aufsammelt. Das ist eine, also so just Global Ops Things. Wie er sich jedes Mal hinhockt, wenn er was aufsammelt. Wie ganze Waffen verschwinden, wenn man die Munition von den Waffeln aufnimmt. Einfach das ganze Waffenmodell da verschwindet. Wie die Gegner die ganze Zeit irgendwas fluchen. Wie die Bullets scheinbar gar keinen Impact auf den Körper haben und die Leute einfach hinfallen, als wäre die Lebensenergie rausgesaugt. Wie die einfach so Rektor-mäßig behindert so hinfallen, das richtig krüppelig aussieht, habe ich vergessen. Wie die Gegner so Suicide-Kommando-mäßig auf einen zustürmen und die behindertsten Deckung nehmen. Wie Paul ständig Sprüche macht und ich auch, als wie auch immer ich bin, Pope oder so, Pepe, keine Ahnung. Das hatte ich alles vergessen.
Und wie Paul hier einfach hockt und überhaupt nicht hilft, aber so ganz ernst und concerned guckend an Alien-Augen. Es ist so süß alles. Oh mein Gott, Lovell Ops. Ich bin wieder an der Stelle vorbeigekommen, wo die Bananen sind, aus dem legendären dadaistischen Video, wo vielleicht Nachfolger kommen, wenn sich ähnliche Situationen spielen, anbieten, so alte 4-mäßig einfach random Situationen, die unkommentiert sind. Oder in dem Fall halt mit Musik, wo die Physik-Engine so übertrieben ausrastet und die da einfach zwei Kisten hinstellen mit Bananen und mit anderen Früchten, die so völlig unrealistisch durch die Luft fliegen, was so voll abfuckt, einfach nur um zu zeigen, boah, zeig unsere Physik-Engine. Da bin ich an die Bananenstelle vorbeigekommen aus dem Video. Ich hab die Stelle gesehen, wo unser Typ, unser Rohan, den wir haben wollen, Rohan, whatever, diesen reichen Wichser da, mit den bescheuerten Scheißdialogen, die immer wieder köstlich sind, wie der an einer Stelle so angeteasert flüchtet, wenn man in ein Haus reingeht, und man dann sieht, wie er oben nach rechts einem scheinbar aus einem Fenster rausklettert. Aber schaut man sich dieses Fenster an, sieht man, dass da Holz vor ist, und das überhaupt nicht geht, weil der es nicht aufmacht oder irgendwas. Und dann, wenn man rausgeht aus dem Haus und dann rausguckt, wo unser guter Rohan dann langgelaufen sein soll, dann sieht man, dass das ein 2-Meter-Sturz wäre, den der unmöglich mal eben so überleben und dann einfach weiterrennen kann, weil er viel verschwunden ist, wenn man aus dem Haus rauskommt. Ach mein Gott, glaube Lobs. Ich weiß nicht, wie man Granaten werfen kann. Ich bin einfach fasziniert von diesem wahnsinnig tollen Spiel. Was soll ich sagen? Die können dadurch schießen und mich treffen, aber ich die nicht. Ach ja. Die Checkpoints sind teilweise richtiger Abfuck. Und, ja. Was ist sonst so los? Zwei Dinge habe ich ja noch aufzuarbeiten. Schalte den Feind aus! Und da habe ich überlegt, wie ich das mache. Und da hatte ich auch keine wirklich Lust drauf, weil es so eine Schnapsidee war. Aber wie gesagt, ich stehe zu meinem Wort. Die erste Sache ist die ist sehr viel einfachere. Ich muss ja noch singen, wenn Paul sich als, Verräter herausstellen sollte. Und ja, da stehe ich immer noch zu, dass ich werde eine ganze Episode lang, was auch immer ich währenddessen mache, singen und Karaoke machen, vielleicht auch eigene Songs oder auch rappen, wenn das zu singen zählt. Mal schauen. Ist ja nicht so peinlich dann, aber auch singen auf jeden Fall. Wenn Paul sich wirklich als Verräter herausstellen sollte, wo ich einfach mal hoffe, dass dem nicht so ist. Also ich finde es ja auch nicht schlimm, aber mal sehen. Und dann war dann ja noch die Wette. Und zwar hatte ich ja das Zitat, was ich inzwischen schon mal benutzt habe, lustigerweise. Man muss zu seinen Prinzipien stehen. Spoiler, lol. Und die Waffe ist verschwunden, obwohl ich eine neue Muni habe. Göttlich. So. Benutzt und dann gefragt, wer denn, woraus das denn ist, aus welchem Film dieses Zitat kommt. Und wer der das weiß, der kriegt dann einen Preis. Und daraufhin kamen dann zwei Kommentare. Einmal von Jean Pierre, richtig bekloppter Name. Mit dem Kommentar meine ich, das ist aus dem Film. Nee. Wer war der Kommentar? Genau! Das war gar keine richtige Antwort, sondern einfach nur ein schwules Bier für meinen schwulen Freund, ein normales Bier für mich und ich bin normal. Oder nee, auf Englisch, genau. Gay beer for my friend because he's gay oder for my gay friend. Suchen und den Laster heben. Wird gemacht. Ja, Paul. Hebel suchen. Da ist der Hebel gewesen. Hebel ich mal. Nicht die Hebeltaste. Oh, nein. Wo kommen die denn jetzt? Von da, okay. Gay beer for my gay friend and a normal beer for me because I'm normal. Genau. Und den Kommentar konnte ich tatsächlich im ersten Moment, Glück gehabt, gar nicht richtig zuordnen, weil ich mich an die Szene spontan gar nicht erinnert habe und dann erst so im Nachhinein gedacht habe, so, ah, okay. Also, das war ein ganz cooler Weg zu antworten, wenn auch fast kryptisch und dangerous, weil es sein könnte, dass ich das gar nicht checke, weil ich nicht immer auf meiner geistigen Höhe bin. Erst recht nicht. Ja, ich möchte auch nicht gerne im Spiel sein, aber was macht man nicht alles, ne? Ja, also, das ist ein Zitat auf jeden Fall aus Brücke sehen und sterben. In Bridge. Irgend sowas. Englische Aussprache, yo. Schabenkrieger, yo. Hashtag Schabenkrieger. Rogue-Varia. Insofern, das stimmt. Und dann gab es aber noch einen zweiten Kommentar. Mit der Antwort, das ist der Film, der in einem verfickten Scheißbrücke spielt, meine ich. Aus der Ralph Fiennes-Sicht, also sogar den Charakter, also benutzt vom Wortlaut her, der im Film besagtes Zitat spricht.
Das ist auch eine sehr coole Antwort gewesen. Also nach persönlicher Sympathie könnte ich jetzt nicht mehr wirklich urteilen. Aber darum geht es ja zum Glück so oder so nicht. Sondern das wird per Münzwurf entschieden und dann wird der Gewinner kontaktiert. Und dann suche ich mir irgendein schönes... Wow, es hat echt geklappt. Puh. Geschenk raus. Wie auch immer sich das gestaltet wurde. Dieser Dreck auf dem Bildschirm. Einfach geil. Und ja, dann wird das gemacht. Warum ich jetzt hier drum rumrede, statt es einfach zu machen, ich schaue mich gerade auf meinem Schreibtisch panisch um. Und ich dachte... Kontakt ausgekackt. Ja. Und ich dachte eigentlich, dass ich hier eine Münze liegen habe zum Münze werfen, aber habe ich nicht. Das wäre auch eigentlich Spunkys Job mit dem Flip die Münze. Aber gut, der ist ja leider abhanden momentan. Insofern werde ich dann gleich mal eine Münze suchen. Aber dafür muss ich aufstehen und weggehen vom Mikro. Und das mache ich jetzt nicht mitten im Gameplay wie bei meinem besoffenen Let's Talks, weil das nicht professionell ist. Also, das wird auf jeden Fall noch innerhalb dieser Folge dann gemacht. Und dann schauen wir mal. So, damit glaube ich, habe ich auch schon alles aufgearbeitet, was noch aufzuarbeiten gab, grob. Weil alles andere könnt ihr ja nichts von wissen und sind demnach neue Infos und keine, auf die man dann wartet. Wie zum Beispiel, was passiert ist, was mit der Wette ist. Und so ein Zeug halt. Ja, was in dem Spiel los ist, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr wirklich eine Ahnung, worum es geht, was die Story ist, aber irgendwas mit Ausländern und einer Bombe. Wir sind die guten Amis und es ist nicht Libyen hier, oder doch? Aber auf jeden Fall schießen wir Terroristen tot und irgendwas mit einer Bombe und Plänen, die wir suchen von unserem fetten Ruhan-Typen. Ja. Ich hatte auch vergessen, wie alles durch alles durchglitscht schon wieder. Sogar in der Nahaufnahme vom Lenkrad beim Fahren glitscht der Daumen durch. Wenn man Leute erschießt, fallen die durchs Auto. Man selber fährt auch durchs Auto. Die Animationen sind teilweise kaputt. Das ist alles so großartig wunderbar. Der Ballerpart war diesmal sehr viel kürzer und lief besser als ich dachte, weil obwohl es immer noch so furchtbar random ist. Wann Sachen klappen und was war das und wann nicht. Bin ich doch recht schnell relativ gut klargekommen jetzt, in irgendwie einer halben Stunde oder weniger, weil ich einfach immer auf die Autos geballert habe, damit die dann explodieren, statt versuchen die Menschen wegzuballern. Das ist ein guter Tipp, den ich jedem geben kann, der sich dieses Ding hier auch schwer antut. Ja, und jetzt habe ich nur noch diese Mission hier, also das heißt nur noch, ist immer noch verdammt viel Stoff. Und dann die Mission 8 und 9. Und dann bin ich tatsächlich durch mit Global Ops Kommando Libya. So. Und ich habe ja eigentlich ganz streng meine Unterteilung, dass ich meine meine inhaltlich wertvolleren Videos, meine Informationsvideos habe für die Infos, was den Channel betrifft und so weiter. Und dann hat meine Let's Talks und anderen, die halt jeweils in sich selber im eigenen Rahmen bleiben. Und nicht darüber hinaus jetzt viele Infos vorwegnehmen oder ähnliches. Weshalb ich in dem Let's Talk hier dann auch größtenteils über dieses Let's Talk und über dieses Spiel und das Tor öffnen mit Paul reden sollte. Ding ist aber, das ist... Wow. Ja, komm, your tits, Paul. Was ist jetzt los? Wow, der ist da lang gespawnt. Wow, wir fahren wieder Auto. Oh mein Gott. Ja, laden. 20 Fraps. Wow. Wow. Riding dirty. Okay, Ruhan, es geht los. Ruhan? Nein, nicht Ruhan. Oh. Nein, Ruhan! Fuck! Naja, jetzt hält er wenigstens seine Klappe. Wenigstens kennen wir den Zielort. Weiter geht's. Aber nein, da müssen wir ja unkonzentriert ins Gefecht schlagen. Wie können wir denn ohne Ruhans Infos durchkommen? Das war so ein liebenswerter Nebencharakter. Ich bin voll traurig, dass er tot ist. Sie können nichts sehen. Okay, gar nichts. Wir gut. Stürmen durch die Tore und sehen, was dann passiert. Guter Plan. Hashtag Ausbildung. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Ach du Scheiße. Oh nein, das ist kugelsicher. Ich sehe fast gar nichts durch dieses verdammte Scheiße. Ihr dürftet gar nichts sehen, das ist richtig. Moment. Wow, Action, Alter, wow, voll intens, wow, 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 wow! Ho, ho,
Ist das eine neue Mission? Ist das der Beginn von der 8? Ich meine schon. Aber ich bin voll dizzy und so. Ah, nein. Oh, wow. Wach auf. Nein, Feuer. Oh, nein. Explodierendes Fass. Oh, ist das aufregend alles. Oh, in höchster Eile und mitten in meinem tiefgründigen Geschwätz beende ich diese Episode. Weil wir sind hier bei Mission 8 anscheinend. Und das hier sind Gegner. Tschüss, Leute. Oh, ich bin aufgeregt. Das ging schnell.